Hallo Leute! Schwindig ans Hauptgeschütz! Da ist ein See! Eine halbe Meile von unserer Position! Und worauf soll ich jetzt bitte schießen? Vertrau mir, und jetzt schwenkt das Geschütz um 82 Grad! Volles Rohr! Versuchen die etwa, die andere Drohne zu treffen? Nein. Die versuchen, den Panzer zu fliegen. Er fliegt den Panzer! So was geht gar nicht, du Idiot! Erneut drehen, um 16 Grad! Erledigt! Feuer! Geschütz um 43 Grad drehen! Einzel! Warte! Feuer! Heute präsentiere ich euch das A-Team der Film. Ja. Worum geht es in Assertim, der Film? Es geht um das A-Team, die haben sich vor ein paar Jahren zusammengeschlossen, mehr durch Zufall. Jetzt sollen sie einen Auftrag im Irak erledigen. Dieser geht jedoch schief, sie werden betrogen und jetzt wird ihnen das Verbrechen des Mordes an einem General oder an einem hohen militärischen Tier und deren Diebstahl von Druckplatten für Falschgeld angelastet. Dieses wollen sie natürlich nicht auf sich sitzen lassen und suchen den echten Mörder und Dieb. Doch ob sie das schaffen können, das erfahrt ihr in das A-Team der Film. Ja, der Film ist von 2012 aus den USA, ist Genre Action und Abenteuer. Länge Kinofassung geht 114 Minuten, der Extended Cut geht 128 Minuten und ist FSK 12. Ja. Budget waren 110 Millionen US-Dollar, IMDb Rating ist 6,7, was ich immer noch viel zu hoch finde für diesen Film. Aber naja, der Direktor war Joe Carnahan, den kennt man zum Beispiel von Smoking Aces und Boss Level. It's like being stuck in a video game at a level you can't beat. And I wish it would stop. But I know it won't. You know how people say, oh, I can do that with my eyes closed. And you always think they sound like assholes, but whatever. Watch. Als Schauspieler haben wir Liam Neeson, den kennt man zum Beispiel aus Kampf der Titanen und der Taken-Reihe. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you. Wir haben Bradley Cooper, den kennt man natürlich aus der Hangover Reihe und American Sniper. I do. Gabe, see, they can't wait and we can. Wir haben Charlton Copley, den kennt man zum Beispiel aus District 9 und Hardcore, den habe ich auch schon besprochen vor nicht allzu langer Zeit. That has got to be the gayest jacket I've ever seen. Wir haben Quentin Rampage Jackson, der war auch in Boss Level, ist aber als vor allem als MMA-Kämpfer bekannt. Wir haben Jessica Biel, die kennt man zum Beispiel aus Blade Trinity und Total Recall, der Version von 2012. Dann haben wir noch Patrick Wilson, den kennt man aus den Insidious und Conjuring-Reihen. Und ich kenne ihn auch aus Moonfall, der ist auch noch nicht allzu lange her. Wir haben noch Jared McRaney, den kennt man zum Beispiel aus Die Unendliche Geschichte und Focus. Dann haben wir noch John Hamm, den kennt man zum Beispiel aus Baby Driver und der Serie Mad Men. Ja, Cameos haben wir auch aus von dem Originalcast der Serie, zum Beispiel von nur von Dwight Schultz, der originale Murdoch aus der Serie war, und Dirk Benedict, der Templeton Faceman aus der Serie spielt. Die kommen aber, die Cameos, ja, die haben sie sogar erst nach die Credits gepackt. Was grandios ist, also es ist super, super ist sowas.
Wir haben auch ein paar kleine Fakten dazu. Es war auch ein Sequel zu dem Film geplant, doch da der Film nur 177 Millionen US-Dollar eingebracht hat, wurde das abgesagt, weil es ein bisschen enttäuschend war. Ich finde, das ist immer noch ein bisschen zu viel Geld, aber okay. Dirk Benedict hat auch gesagt, ja, er fand das nicht so toll, dass er den Cameo gemacht hat in diesem Film und er weigert sich auch, diesen Film anzugucken. Kann ich durchaus verstehen. Mr. T wurde auch gefragt, ob er vielleicht ein Cameo machen will, aber das hat für ihn keinen Sinn gemacht, wenn er nicht BA spielen kann, da überhaupt ein Cameo zu machen, deswegen taucht er nicht drauf. Und George Peppard, der originale Hannibal, konnte leider kein Cameo machen, da er leider schon 1994 verstarb. Ja, wir haben auch noch ein paar alternative Versionen von diesem Film, die es ja nie geschafft haben. Eigentlich sollte zum Beispiel John Singleton Regie führen und der Cast wäre Mel Gibson als Hannibal, Christian Bale als Face, Jim Carrey als Murdoch und Dwayne The Rock Johnson als B.A. Wreckers gewesen. Ja, ob ich den Film sehen will, weiß ich jetzt auch nicht. Andererseits gab es auch noch andere Schauspieler, die für Murdoch in Betracht gezogen wurden. Das waren zum Beispiel Woody Harrelson, Ryan Reynolds und Sean William Scott. Also Woody Harrelson als Murdoch wäre durchaus lustig gewesen, finde ich sogar. Aber ich glaube, dass sie den Film auch nicht retten können. Tom Cruise wurde auch noch für die Rolle als Face in Betracht gezogen. Und Sylvester Stallone hat Interesse an einer frühen Version des Drehbuchs gehabt, wo er Regie geführt hätte und Hannibal gespielt hätte. Ja, ob das wirklich was geworden wäre. Ja, der Film ist eigentlich ein generischer Actionfilm, der den Titel A-Team jetzt nur gekriegt hat, weil Leute haben nostalgische Gefühle zu dem A-Team gehabt, beziehungsweise haben sie noch. Ich habe die Serie damals auch viel geguckt, den Pilot habe ich jetzt gerade erst gesehen, nach dieser Serie, nach dem Film, weil ich habe hier zum Beispiel die erste Staffel und habe mir da erstmal nur die erste Folge von angeguckt, beziehungsweise den Pilot. Ja, der Film ist etwas besser gepaced als die Serie, als der Pilot, aber die Serie ist halt mehr auf die Komödie ausgerichtet und nicht so auf das Ernste wie dieser Film. Die Charaktere sind, ja, sie heißen halt so, aber ja, sie sind viel brutaler, werden Leute umgebracht. In dem Piloten gibt es halt 400 Guerillakämpfer, von denen keiner stirbt. Und auch von den Protagonisten, beziehungsweise den Leuten, die Hilfe rufen nach dem A-Team, von denen stirbt auch keiner. In diesem Film sterben keine Ahnung, wie viele Leute. Es wird auch keine Ahnung, wie viel Schaden verursacht. Und ja, weiß ich nicht. Für wen empfehle ich diesen Film? Eigentlich nur für Leute, die einen generischen Actionfilm sehen wollen. Und vielleicht ein bisschen, also sich eigentlich nur noch an die Namen der Charaktere erinnern, vom A-Team mehr auch nicht. Ansonsten würde ich diesen Film nicht empfehlen. Ich mache diese Review auch eigentlich nur, weil ich darum gebeten wurde, beziehungsweise ich wurde nicht in Ruhe gelassen von ein paar Kollegen. Jetzt habt ihr eure Review. Ich hoffe, ihr seid glücklich. Aber ich fand ihn echt blasphemisch, würde ich jetzt schon fast sagen. Weil relativ am Anfang das ikonische Auto vom A-Team von BA wird direkt zerstört, nachdem es, weiß ich nicht, eine Minute im Film zu sehen wurde. Dieser dämliche Witz, dass BA nicht fliegen will, wird erklärt, warum er nicht fliegen will, da Murdoch mit ihm durch die Gegend zischt und er nie wieder mit ihm fliegen will. Und dann kam dreimal dieser Witz, dass er fliegen muss. Im Pilot kam es halt zweimal vor, beziehungsweise einmal kam es vor, um dahin zu kommen und dann nicht mal wirklich ausgeführt, der Witz am Ende, weil sie ja irgendwie wieder zurück mussten. Und auch zum Beispiel, Hannibal verkleidet sich halt gerne, er verkleidet sich, keine Ahnung, fünfmal im Pilot von der Serie und hier verkleidet er sich nicht wirklich. Aber dieser Plan, wie er aus seiner Gefangenschaft entflieht, ist halt auch komplett dämlich, wie sie an einer Stelle aus dem Flugzeug mit einem Panzer springen, ist einfach nur, einfach nur strunzendoof, finde ich den. Panzer, ja, und auch noch das Finale am Dock oder am Hafen, das ist halt einfach übertrieben und sieht auch echt nicht gut aus mit dem CGI-Effekten. Also ich würde den Film nicht empfehlen, guckt irgendeinen anderen Actionfilm, guckt Stirb langsam oder so, aber jetzt nicht den hier. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss! Was steht denn drauf? Was draufsteht? Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Vor einem Jahr wurde eine militärische Spezialeinheit wegen eines Verbrechens verurteilt, das sie nicht begangen hatte.
diesen Männern gelang die Flucht aus einem Hochsicherheitsgefängnis. Seitdem werden sie von der Regierung gejagt. Sie helfen anderen, die in Not sind. Das ist total irre, Boss. Es wird noch besser. Das ist ein Wort. Hast du mich vermisst? Denn ich dich schon. Wenn Sie mal in Not sind und nicht mehr weiter wissen und Sie sie finden können. Dumm gelaufen, Alter. Mann, du hast echt ein ganz mieses Benehmen. Können Sie sie anheuern? Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Das A-Team. Was zum Teufel ist das? Wenn Sie jetzt nach rechts aus dem Flugzeug blicken, wird Ihnen auffallen, dass die rechte Tragfläche brennt.